Peace Leute, was geht ab? Wir sind hier auf der Nationals Germany 2024. Wir haben hier Top 32. Wer bist du und was hast du gespielt? Ich bin Sidar. Ich habe mit Tempai getoppt. Ich bin in die Top 32 gekommen. Und sehr stark. Ja, wollen wir mal direkt ins Deck profilen. Let's go. Starten mit dem Main Deck. Ganz klassisch. Dreimal. Genau, dreh sie mal um. Dreimal Pydra. So. Dreimal Chundra. Zweimal Fadra. Viermal Defeal Spell. Ja, Mann. Mit Terraforming. Und dreimal Kaimen. Sehr stark. Das ist Standard Ratio so, ne? Ja, ja, Standard Ratios. Ja, Mann. Ich würde nicht anders spielen. Ich würde den nicht auf 1 spielen. Ich würde den auch nicht auf 3 spielen. Sehe ich. Sehr cool. Kommen wir zu Non-Engine. Weiter geht's. Oder kommen wir erstmal doch zu ein bisschen mehr Engine? Ich zähle das als Engine. Prosperity. Ist für mich auch wie eine Engine-Karte, weil ich so an meine Engine rankomme. Mhm. Pflichtkarte in dem Deck. Sidest du immer die, packst du immer dieselben extra Deck-Karten raus oder hast du verschiedene Patterns? Ich pack gefühlt immer dieselben extra Deck-Karten raus, außer wenn ich weiß, mein Gegner hat eventuell D-Barrier gesided und es kommt halt immer auf die Situation an, habe ich Crossout, was in meinem Side-Deck ist, habe ich Crossout auf meiner Hand oder nicht, weil ich auch Crossout D-Barrier im Side-Deck spiele. Sehr stark. So, kommen wir zum Main-Deck. Yes. Zur 9-Engine. Spiele zweimal Fenrir. Wieso nicht auf 3? Weil ich Space für eine andere Karte brauchte. Ich hätte auf 3 gespielt, die Karte war MVP, die war super, die war top. Ja. Aber die andere Karte, wofür ich den Space brauchte, war auch top. Mhm. Und zwar. Let's go. Kommen wir später dazu. Okay. Oh, das ist der Spice. Das ist der Spice. Dann habe ich zweimal Talents gespielt. Ja. Ich finde, Talents ist eine richtig gute Karte, womit die Leute nicht rechnen, weil die meisten Deckprofiles haben kein Talents. Aber ich finde Talents in Tempai super. Erstens kann man im Mirror Match seinem Gegner seine einzige Engine eventuell rausmischen. Zweitens kannst du halt immer prüfen, ob dein Gegner noch eine Ash hat für deinen Kaimen, falls du in der Battle Phase den OTK machen willst. Und deshalb habe ich Talents gespielt und auch eine Cold Bite. Weil Ash ist ein Feind. Ja. Und Ogre tatsächlich auch. Ogre tatsächlich auch. Ja. Das ist wichtig. Für all die Matchups eine der besten Karten in meinem Deck, meiner Meinung nach. Cosmic Cyclone. Ja, Mann, Cosmic. Die Karte hat mir sehr, sehr viele Games gecarried. Sei es, ich banish den Tempel, sei es, ich chain die dran, um auf Snake Eyes Slumberge Dragon die IP wegzubanishen. Sei es alles Mögliche. Die Karte war einfach krass. Ich habe die im Mirror Match benutzt. Ich habe die gegen Snake Eyes benutzt. Ich habe die gegen Voiceless benutzt. Ich habe leider kein Melodious Matchup gehabt, aber da wäre die wahrscheinlich auch ganz gut. Mhm. Ich habe die Karte gegen den Pflanzenhaufen benutzt. In mein erstes Match sogar Kokong weggehabt, weil die im Main Deck war und direkt gewonnen. Die Karte ist top und synergiert auch sehr gut mit Droplet. Yes. Aktivierst Cosmic, chains Droplet dran, Cosmic als Kosten weg. Und das gleiche mit Fenrir, das hat man in meinem Feature-Match gesehen. Ja, Mann, das war krass. Da habe ich Fenrir gespecialt, ja. Fenrir-Effekt aktiviert, Droplet gechained, den ersten Fenrir weggenommen. Hatte ich quasi ein Negate mehr und dein Gegner konnte nicht mit Monster drauf reagieren. Zwei weitere Handkarten weggeschmissen, drei fast das ganze Board negiert. Dann den zweiten Fenrir gesearched, den du dann auch wieder specialen kannst, weil du kein Monster auf dem Feld hast. Das ist echt eine verrückte Sache. Ja, diese Karten hier waren eigentlich der Grund, sehr warum stark. Ich so weit gekommen bin. Ja. Dann habe ich auch auf jeden Fall ein paar Handtraps gespielt. Ja. Du hast eine gute Mischung gehabt, so zwischen Handtraps und Boardbreaker, ne? Ich hatte ein paar Handtraps und halt die Boardbreaker, die auf dich nicht verzichten wollten. Ja. Die waren mir zu wichtig. Ich hatte dreimal Ash. Ja, Standard. Braucht man für Branded Matchup, braucht man für Tempai Matchup, braucht man gefühlt in jedem Deck. Top-Karte. Dann hatte ich dreimal Ogre. Ja. Dreimal Imper. Und zu guter Letzt die Karte, die mir auch sehr, sehr oft durchgecarried MVP. Hat. MVP! Santa Claus auf 2. Deshalb habe ich Fenrir auch nur auf 2 gespielt. Ja. Die Karte war
10 von 10. Sehr stark. So, all in all, wie viele Karten hast du gespielt? All in all habe ich 40 Karten gespielt. Mhm. Ich habe kaum gebrickt. Ja. Selbst wenn ich mal keine Engine hatte, war das Fenrir Control. Damit überlebt man so gut wie immer. Fenrir Control, ja, ja, Mann. Dann... Würdest du irgendwas anders machen oder sagst du, du bist komplett überzeugt? Ich bin von diesem Deck überzeugt. Ja. Ich würde das so lassen. Natürlich, ich weiß nicht, wie das mit dem Support aussehen wird, aber ich würde mein Deck so lassen. Sehr stark. Ich fand es top. Vielleicht würde ich am Extra-Deck was ändern, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Aber da können wir jetzt ja hinkommen. Ja. Was geht im Extra-Deck ab? Im Extra-Deck spiele ich einmal das ganze Link-Package. Dreh mal gerne um, genau. Einmal das Link-Package, falls ich gedeviated werde, um zu OTK'en. Dann spiele ich ein Ziel und eine SP. Ich habe keinen Striker-Dragon für meine SP drin. Hast du ihn vermisst? Nein, habe ich gar nicht, weil ich habe meine SP dann meistens einfach mit dem Bident gebaut. Machst aus deinen zwei Drachen ein Bident, Bident holt den anderen Drachen, dann machst du halt aus den SP und dann hast du trotzdem deinen Damage. Deshalb habe ich... Warte kurz, wir haben kurz Break. So, und weiter geht's. Deshalb habe ich auch keine, kein Striker-Dragon gespielt. Ich habe den auch nie gebraucht, nie vermisst. Ja. Natürlich dann zwei Bident und einmal den Transzendenz. Drachen. Maschinen. Ja, Bruder, der ist wild. Das sind auch Maschinen. Der ist echt krass, ja, Mann. Dann zu den 7er Synchros. Samurai Destroyer, falls ich das auf das Jubel-Matchup bekomme. Wie kam der? Ich hatte kein Jubel-Matchup. Okay. Bruder, einfach gedodged stark. Prosperity-Kosten. dann Black Rose Dragon. Yeah. Der kam crazy. Den habe ich oft im gegnerischen Turn gebaut. Mit Quick Effect Synchro, Black Rose Dragon, Board Wipe und dann in meiner Runde weitergespielt. Dann Q-Belt. Ja. Die Karte kam ein-, zweimal ab, aber in den Momenten, wo sie abkam, war sie sehr wichtig, weil ich genau diesen einen Pop brauchte, um zu gewinnen. Ja. Dann halt Meteor Burst. Wenn ich nicht in den gekommen bin, habe ich versucht, wenigstens ihn zu bauen. Aber ich bin meistens, Gott sei Dank, in den gekommen. Dann natürlich den Trident. Der MVP, der, die OTK-Maschine schlechthin, die ist nicht geliehen. Das ist Statement, Bruder, ja. Das ist Statement. Und aber guter Letzt habe ich noch den Blackwing gespielt. Der war krass. Kam der gut? Der war krass, ja. Ich habe den zweimal im Mirror-Match Going Curse gebaut anstatt Ziel, weil es kam drauf, halt drauf an, wie viele Interruption hat mein Gegner gegen mich benutzt schon. Wenn die ein, zwei oder mehr Interruptions schon benutzt haben in meinem Turn, habe ich den gebaut, habe auf den gepasst, vier Effekte, Effekt, Boardwipe, top. Und 3200, da kann der hier auch nicht einfach so drüber rennen. Hast du Ruby Rose vermisst? Nein, habe ich gar nicht vermisst. Nein? Nee, ich habe die Karte gar nicht vermisst. Also ich habe sie auch leider noch nicht getestet, kann ich mal testen, aber ich fand die Karte super. Und die habe ich einfach auch als zweiten Zehner gespielt, falls ich nicht in OTK komme. Ich bin einmal wegen, ich glaube in Runde 7 oder 8, weiß ich gar nicht mehr, bin ich wegen Prosperity und Shifter nicht in OTK gekommen. Habe auf den gepasst, dann hatte dann mein Gegner noch zwei Monster-Effekte und das war's. Wie oft hast du durch Shifter bzw. durch Prosperity OTK'd? Immer. Hat's immer geklappt? Ja, außer dieses eine Mal, wo ich den geholt habe. Sonst hat es immer geklappt. Aber sind clean aus. Wenn du die Karte hast, OTK'st du durch Shifter und Prosperity. Aber meinst du, es funktioniert auch ohne? Fragt Raphael, es funktioniert auch ohne. Ja, Mann. Der Typ ist krass, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich weiß auch Der nicht. Der Typ spielt ohne Trident. Ja, Mann. Hat Tag 1 komplett clean durchgespielt. Bruder. Ja. Was zeigt dein Side-Deck? Mein Side-Deck? Mein Side-Deck war eigentlich ganz stumpf. Ich habe Change of Heart und Mind Control gespielt. Bewusst gegen das Snake Eyes Matchup, aber auch falls ich auf Jubel treffe. Weil die Decks kann ich nicht so leicht OTK'en. Wie kamen die denn? Die kamen sehr, sehr gut. Ja? Ja, ja. Ich habe sehr oft Appaloosa mit der genommen. Mhm. Auch in meinem Top 32 Match. Leider hat es nicht gereicht, weil mein Shifter gecallbyte wurde. Dann war Shifter negiert, da kam ich nicht mehr durch. Konnte die Appaloosa taken, aber der Snake Eyes hatte trotzdem zu viel. Ja. Dann habe ich Lightning Storm und Federwisch im Side gespielt, weil ich Cosmics im Main hatte. Dann habe ich noch drei Crossroads gespielt.
fürs Mirror, für Snake Eyes und für D-Barrier. Die habe ich auch auf 3 gespielt, auch fürs Mirror. Da habe ich 3-mal Shifter gespielt und 1-mal den Koyakimairo-Drachen, der hat mir 2 Games gewonnen. Also der kam gut, sagst du? Ja, der kam gegen Voiceless Voice gut, weil ich wusste, mein Gegner wird mich first schicken. Da kam der Top und mein zweites Matchup, wo ich first geschickt wurde, war gegen Vanquish Soul. Da habe ich ihn auch rausgeholt und dann konnte er nicht mehr die Finsternis-Monster einfach so rausholen. Würdest du nach dem heutigen Tag irgendwas anders machen an dem Side-Deck? Nach dem heutigen Tag eventuell... Nee, ich war eigentlich... Bist du sehr zufrieden, sagst du? Ja. Ich war zufrieden, sonst wäre ich auch nicht so weit gekommen. Jede Karte hatte einen Grund im Deck und im Side-Deck auch. Ja, sehr stark. Ey, genau, sonst wärst du nicht so Top 32 gekommen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch dafür. Hast du irgendwelche Shoutouts? Shoutouts an meine Bielefelder Jungs. Shoutouts an Ruffy. Shoutouts an Sleeve Chief. Und Shoutouts an meine Freundin. Und ja. Ja, sehr cool. Sehen wir ohne dich. Ohne eure ja. Support hätte ich das nicht geschafft. Sehr stark. Ihr seht mich auf den Euros wieder auf jeden ja, Fall. Ja, Mann. Ja. Sehr cool. Ja, dann genießt auf jeden Fall noch den Tag und wir sehen uns auf den Euros. Mach's gut. Okay.